Hey Leute, ich bin's wieder. Ja, es ist lange her, man hat lange nichts mehr von mir gehört. Es ist viel passiert in der letzten Zeit, in den letzten 2 Wochen. 2 Wochen ist, glaube ich, das letzte Video her. Und zwar Folgendes ist passiert. Ich hatte, ja, mehr oder weniger ein paar Probleme gehabt, was Arbeit angeht, weil ich halt keine Arbeit hatte eine Zeit lang. Und auch einmal kurz, ja, leicht krank geworden bin. So Kopfschmerzen und sowas, also so, ich denke mal, so eine leichte, kleine Grippe, Erkältung, wenn man so will. Weil es ist ja auch Winter hier und der Winter hier ist schon arschkalt. Vor allem der Wind ist das Schlimmste hier. Ja, was ist so im Großen und Ganzen passiert in den letzten 2 Wochen? Eine lustige Sache ist passiert. Ich habe gestern war ich arbeiten, hey, aber bloß 6 Stunden, also jetzt nicht gerade wirklich die Welt. Da ist eine lustige Sache passiert. Ich habe mit einem Typen gearbeitet, das war so ein Fliesenleger. Und der hat eiskalt während der Arbeit einen Joint geraucht, aber das hast du überall gerochen, so richtig. Das war eigentlich schon ganz lustig. Und dann ist von dem noch irgendwie der, ich weiß nicht, ob das der Chef war oder ein Arbeitskollege, keine Ahnung, der hat da was geliefert und so. Und der hat am Ende jedes Satzes gesagt, do you know what I mean? Do you know what I mean? Also, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? So ungefähr. Also, das war schon irgendwie lustig. War eine, ja, ich würde sagen, eine ulkige Truppe. Komische Vögel. Nee, Folgendes. Ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar werde ich nächste Woche, übernächste Woche, sowas um den Dreh rum, also Mitte, Ende Juni, werde ich zurück nach Adelaide gehen. Werde ich mein Auto verkaufen, weil es ist ja in South Australia, ist es ja registriert. Und es macht keinen Sinn, wenn ich das in Melbourne verkaufen würde, weil da würde ich mich sowas von unter dem Wert verkaufen von dem Auto her. Und da würde ich herben Verlust machen. Sprich, ich werde dann nach Adelaide gehen, werde mein Auto verkaufen. Werde in der Zeit, wo ich jetzt noch in Melbourne bin, schauen oder mich darum kümmern, dass ich meine Steuern zurückbekomme. Was ich hoffe, dass es wenigstens ein bisschen was ist. Und ja, Ende des Monats werde ich dann auch schauen, dass ich meine Super zurückbekomme und werde dann, sobald ich auch das Auto verkauft habe, mir direkt ein Ticket buchen, um nach Hause zu fliegen, weil es hat für mich einfach keinen Sinn. Persönlich habe ich in Australien mehr oder weniger eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt nicht von den Leuten her oder vom Leben im Allgemeinen, aber mehr so vom Arbeitstechnischen her, weil es kommt wirklich darauf an, was du arbeitest, und ich habe einfach das Gefühl, ich habe mich für die falsche Arbeit einfach entschieden. Ich, keine Ahnung, vielleicht einfach nur Pech gehabt. Kann ja auch sein, sowas wie eine Pechsträhne, ein Pechjahr, wenn du so willst. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht und ein bisschen auch angepisst von mir, dass ich so, ja, eine falsche Entscheidung mehr oder weniger getroffen habe. Ich meine, es war nicht alles schlecht. Ich habe auch gute Erfahrungen hier gemacht. Ich habe auch einiges gelernt, auch über mich selbst. Zum Beispiel, dass ich mit Geld nicht umgehen kann. Ja, jetzt so krass nicht, aber halt schon. Ja, man verdient halt trotz allem am Anfang vor allem ein bisschen weniger als zu Hause, ne? Weil du hast dann dort diese Routine, du hast das monatliche Einkommen. Und da muss ich doch sagen, gefällt mir das monatliche Einkommen irgendwie doch ein bisschen mehr als ein wöchentliches Einkommen. Ich meine, an sich ein wöchentliches Einkommen ist gut, wenn du denn jede Woche voll arbeitest, ne? Aber dann hast du mal wieder Tage, gerade jetzt, wenn du für eine Labor Hire Company arbeitest, also für so eine Zeitarbeitsfirma. In Deutschland, falls einer von euch das schon mal gemacht hat, hast du jeden Tag Arbeit. Du bist dann für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Wochen bist du dann in dieser Firma und arbeitest dann auch für diese Firma. Aber in Australien ist es irgendwie ganz anders. Du wirst dann irgendwie nur gebraucht, wenn du gebraucht wirst. Also gehst dann meistens bloß 1-2 Tage und dann war's es. Und dann, ja, wie gesagt, dann war's es. Und in Deutschland hast du es ja eher so, du bist permanent für, keine Ahnung, bestimmte Wochen bist du dann in einer Firma, manchmal sogar bestimmte Monate. Und da lohnt sich das einfach viel mehr. Und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht habe ich einfach auch nur eine falsche Entscheidung getroffen, was die Arbeit angeht. Aber ich muss doch sagen, ja, ich bin ein bisschen, ja, enttäuscht. Anders kann ich es nicht sagen. Es ist halt alles scheiße gelaufen für mich. Deswegen, wie gesagt, werde ich schauen, dass ich so schnell wie möglich wieder abmache, wieder zurück nach Deutschland gehe und dann dort arbeite. Ich werde wahrscheinlich, wenn alles klappt, so wie ich es mir vorstelle, was meistens eh nicht der Fall ist, werde ich bis Ende des Jahres in Deutschland bleiben und dann im November, Dezember werde ich dann nach Japan machen.
Auf jeden Fall. Und dann werde ich diesmal alles anders machen. Ich werde mich schon mal in Deutschland nach einer Arbeit suchen, um eine Arbeit kümmern. Und was ich auch erfahren habe, dass zum Beispiel in Japan gibt es extra so Arbeitsagenturen eben für Ausländer, die einem helfen, Arbeit zu finden und alles. Und ja, wie gesagt, ist es ja scheiße gelaufen. Ich kann es anders nicht sagen. Es ist halt Pech gehabt, ne? Ist halt dumm gelaufen, was soll ich sagen? Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen enttäuschend. Aber ich werde es jetzt so machen und mal schauen, wie es dann läuft. So an sich, über Australien, was kann ich sagen? Es hat eine schöne Landschaft. Ich denke mal auch, warum das Ganze so mehr oder weniger gescheitert ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Weil eben auch durch dieses scheiß Corona-Bullshit. Weil halt eben alles erstmal geschlossen war, 2, 3 Monate, Arbeit war stillgelegt und und. Gerade das mit der Farm, das war totaler Nonsens, das war total, ja, scheiße. Aber da waren halt auch die ganzen Grenzen geschlossen und Arbeit war halt wieder auch nichts. Egal wo, ich habe überall Bewerbungen hingeschrieben, australienweit und angerufen und hast du nicht gesehen und die haben halt alle gesagt, ja, es macht keinen Sinn, wenn du jetzt in dieses Bundesland kommst, weil da musst du erstmal in 2 Wochen Quarantäne. Und wer weiß, wie es dann in 2 Wochen ausschaut, weil jetzt schaut es gut aus, aber wer weiß, wie es dann ausschaut und und. Das waren halt alles so, ja, nichts Sicheres, nichts Festes, nichts Handfestes. Und das ist halt wieder dann schwachsinnig gewesen oder wäre schwachsinnig gewesen, weil es wäre dann wahrscheinlich auch noch schlimmer gekommen oder, ja, keine Ahnung. Ich bin schon, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich bin doch ein bisschen enttäuscht. Das lag vielleicht auch einfach. Keine Ahnung, vielleicht lag es an mir. Weiß ich nicht. Ich habe vorhin mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt, bei ihr läuft es eigentlich ganz gut. Sie ist glücklich, ihr gefällt das Land total. Also jeder macht unterschiedliche Erfahrungen und ich denke mal, ich bin auch nicht der Einzige, der jetzt da enttäuscht wurde in der Hinsicht. Und ich sage, ich habe mir wahrscheinlich einfach nur die falschen Arbeitsbedingungen oder das falsche Arbeitsumfeld, Branche, Arbeitsbranche, irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Falsche ausgesucht, weil ich bin ja mehr auf Baustelle gegangen, weil ich halt in Deutschland auch Maurer gelernt habe. Aber das hat hier anscheinend alles nichts zu sagen. Ja, muss trotzdem diese ganzen Ausbildungen machen, also Ausbildungen. Muss ja halt diese ganzen scheiß Karten machen, was im Endeffekt einfach nur eine Geldmacherei ist. Da habe ich ja schon mal was dazu gesagt. Und jetzt muss ich einfach, wie gesagt, mal gucken, wie es an sich weitergeht. Es ist halt, ja, dumm gelaufen. Es ist schlimm, es ist schlimm. Ja, naja, wie gesagt, ich werde jetzt dann erstmal heimwärts machen, so Anfang nächsten Monat. Werde ich mir einen Flug buchen, ich denke mal so für den 3., 4. Juli. Je nachdem, wann ich mein Auto verkauft habe, dann werde ich wieder zurück nach Melbourne gehen für 1, 2 Tage, nochmal für mich von meinen Freunden so verabschieden. Ja, und dann mal gucken. Ja. Bis dahin sage ich jetzt erstmal, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein extra Video dazu machen über die Steuern und über das Superannuation-Ding, also dieses Rentenversicherungsteil, wo man ja monatlich oder wöchentlich, ich denke mal je nach Firma kommt es auch drauf an, was einzahlt, werde ich auf jeden Fall auch alles zurückverlangen, soweit es geht und werde dafür dann auch nochmal ein extra Video machen. Eben auch für die Steuern, weil ich denke mal, das ist auch ziemlich wichtig. Ja, okay, ich bin glaube ich noch nicht ganz gesund. Ja, und wie gesagt, werde darüber dann nochmal ein Video machen und euch auch auf dem Laufenden halten, wie ich das dann alles gemacht habe, was ich da gemacht habe, was die von mir brauchen, was die von mir wollen und ja, wie lange das dann ungefähr dauert, bis man alles dann halt eben zurückbekommt. Ich rechne mal so mit, keine Ahnung, 6 Wochen oder sowas. Weil sowas habe ich auch irgendwie im Internet gelesen, dass es das so 6 bis 8 Wochen dauern kann, bis dann eben die Zahlung da ist. Und ja, mal gucken, ne? Ich denke mal, es ist, wie sagt man so schön, wenn es bergab geht, kann es nur bergauf gehen. Mal schauen, vielleicht stimmt's oder es stimmt nicht und es wird weiterhin bergab gehen und weiter und weiter und weiter und weiter. Nein, immer optimistisch bleiben und wer weiß, vielleicht
ändert sich ja einiges und es wird alles besser. Ja, egal. Lass uns überraschen. Bis dahin sage ich jetzt erstmal, man sieht sich. Wie gesagt, sorry, dass das Video jetzt so spät kam. War jetzt seit 2 Wochen nichts mehr. Aber wie gesagt, es war ein bisschen chaotisch, ein bisschen deprimierend und da war ich dann irgendwie so, hatte ich so ein leichtes Down gehabt und einfach, ja, keine Lust gehabt, irgendwas zu machen, weil es gab an sich auch nicht so viel zu erzählen. Deswegen, ja. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wird dann wahrscheinlich entweder darum gehen, wie ich nach Adelaide gehe. Ich werde dann auf jeden Fall die Ostküste diesmal nehmen, nicht so wie, wo ich nach Melbourne gefahren bin, einfach quer durchs Land. Hat man nicht wirklich viel gesehen und das war dann auch ein bisschen schade. Ja, ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ne? Lasst ein Like da, würde mich freuen. Lasst ein Abo da auf jeden Fall, dann weiß ich, euch gefällt es und ihr seht weitere Videos. Und falls euch das mit den Steuern, mit der Super Animation, mit dem Autoverkauf und interessiert und dann auch weiter in Deutschland ein bisschen bei mir bleiben wollt und mich verfolgen wollt, weil wie gesagt, ich werde in Deutschland auch ein paar Videos machen. Ja, lasst auf jeden Fall dann ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts und auch dann über das Thema Japan, weil, wie gesagt, ich plane fest Ende des Jahres, allerspätestens Januar nach Japan zu gehen. Allerspätestens. Allerdings will ich schon gerne Silvester, weil das ist, by the way, mein Geburtstag und den würde ich gerne in Japan verbringen, dort dann hinzufliegen. Also da werde ich dann auch Videos machen, falls ihr auch Interesse habt auf Work and Travel in Japan oder allgemein zu sehen oder zu wissen, wie das Leben in Japan ist. Ja, lasst ein Abo da. Also, ciao Leute.